Sichtungen von unbekannten Flugobjekten kann oftmals vieles sein. Nicht immer muss es zwanghaft das sein, was uns unser Auge zu glauben lassen mag. Falsches von echtem zu unterscheiden erfordert viel Erfahrung und ein gutes Auge. Darum seid ihr gefragt. Ich habe euch wieder einmal ein paar Videos zusammengeschnitten, in denen möglicherweise außerirdisches Leben gezeigt wird. Lasst uns rätseln und diskutieren, um was es sich in folgenden Videos handeln kann. Das erste Video ist eines dieser Kandidaten, die sehr schwer zu beurteilen sind. Im ersten Blick dachte ich mir, das ist ein Schläger aus Pong. Aber Nachrichten präsentieren dieses Video und ich habe auch in diversen Foren schon die ein oder andere Diskussion darüber gesehen. Poco tiempo llevaba varios días tranquilos hasta ayer por la tarde cuando registró una fuerte exhalación. Pero tras la exhalación se registró algo que no sé qué sea, no sé cómo explicarlo. Vamos a verlo juntos. Miren lo que cae en el cráter. Esta es la exhalación y luego es esto. Ahí está esto que cae en el cráter ante esto. Was sagt ihr dazu? In den folgenden Videos kann man schon die uns bekannten Diskusscheiben erkennen. Speziell nach dem Zoom. Hey, you got some weed? You think you can get some weed for me? I got one. Huh? No, this is Jeremiah. This is what Hier denke ich mir immer, okay, auf diese Entfernung ist es wirklich schwer, genaueres zu sagen. Aber diese Wendemanöver sind schon sehr ungewöhnlich. Bro, you can see it. Unser letztes Video für heute. There's four dot lights around it. That stupid light is fucking with me, man. Oh, it's not there no more, bro. Look, it's going away. Bro, it's not there no more, babe. And you don't even see the moon no more. Look, you don't even see the moon no more. It's gone, yo. Danke, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Ich hoffe, euch haben diese Videos wieder gefallen. Lasst es mich in den Kommentaren wissen. Bis zum nächsten Mal.